Also ich denke, Spotify und auch andere Streaming-Dienste müssen einfach noch eine Evolution durchlaufen. Also ich finde, das Prinzip ist ja eigentlich wunderbar gedacht und ich nutze das auch gerne. Und dieser Aspekt, dass man unheimlich viel Musik entdecken kann, das ist tatsächlich toll. Aber natürlich ist inzwischen, glaube ich, jedem klar, dass das nicht so bleiben kann, dass die Künstler da so wenig beteiligt sind. Das hat zum Teil, zu einem großen Teil mit den Deals zu tun, die die Plattenfirmen mit Spotify abschließen. Also da liegt die Verantwortung auch stark bei den Plattenfirmen. Und da muss auf jeden Fall einiges passieren, weil ich kenne unheimlich viele Leute, die wirklich so Spotify-Hits haben und bei großen Plattenfirmen sind und dann im Prinzip sowas wie so ein Weihnachtsgeld dabei abfällt. Und da ist auf jeden Fall was zu tun.